Hallo, Mittwoch, 12.07. ist heute und ich habe vor ungefähr 4 Wochen habe ich einen Beitrag gemacht, am 15.06., um genauer zu sein, über das Projekt Gläserne Gesetze. Da ging es darum, dass Abgeordnetenwatch und Frag den Staat ein Projekt starten wollte, beziehungsweise gestartet hat, bei dem klar werden sollte oder wo Anfragen an die Ministerien gestellt werden sollten, inwiefern Lobbyisten bei der Gesetzesbildung mitgewirkt haben. Ja, 1600 Anfragen sind tatsächlich laut netzpolitik.org über das Informationsfreiheitsgesetz bei den Ministerien eingegangen. Und ja, der Erfolg ist folgender. Anstatt jetzt jede dieser 1600 Anfragen zu beantworten, was sie eigentlich müssten, laut dieses Informationsfreiheitsgesetzes, haben sich jetzt diese Ministerien dazu entschlossen, die erforderlichen Unterlagen, die man jetzt hätte freigeben müssen, direkt im Internet freizugeben. Das heißt, jeder kann dort einsehen, was dort passiert ist, wie dieses Gesetz entstanden ist und wie der Wortlaut der Referentenentwürfe ist und der Wortlaut ist der einzelnen Lobbyfraktionen, deren Stellungnahmen. Wie läuft denn das eigentlich ein, so ein Gesetz dann halt ab? Ja? Also generell die Regierung, aber nicht nur die Regierung, auch einzelne Parteien oder der Bundesrat, die möchten halt ein Gesetz machen. Und im perfekten Fall werden dann halt, ne, da weiß man ungefähr, wo man hin möchte und man holt sich dann halt Expertisen ein. Expertisen von Experten halt. Nun zählen viele auch Lobbyunternehmungen dazu. Und Lobbyunternehmungen sind natürlich nicht nur die Lobby der Automobilhersteller zum Beispiel oder ne, solche was, sondern eben halt auch sowas wie die Caritas. Auch das ist im Grunde genommen eine Lobbyvereinigung. Im weitesten Sinne halt. Ne, da werden die halt nach Stellungnahmen gefragt und die ne, zu einem bestimmten Thema und die sollen dann halt eine Stellungnahme praktisch bei den Ministerien einreichen. Nun ist es in der Vergangenheit ja doch schon durchaus so gewesen, zum Beispiel, als dann ein neues Gesetz zur Bankenregulierung gemacht werden sollte. Das hat halt im Grunde genommen zum Großteil die Bankenlobby geschrieben. Und das ist dann mit Copy-Paste einfach ins Gesetz übergegangen. Solche Dinge. Möchte man jetzt eigentlich vermeiden. Insbesondere über Abgeordnetenwatch und Frag den Staat. So, und deswegen sind damit man das tatsächlich einsehen kann, sind dieser Aufruf zu den Anfragen gestartet worden. Vorher war das theoretisch den Ministerien freigestellt, ob sie es machen. Und es gab aber nur ein einziges Ministerium, was tatsächlich das getan hat. Und das war das von mir so häufig gescholtene Justizministerium unter Heiko Maas. Die machen das seit April 2016. Die stellen die Kommentare von Lobbyisten seit 2016 eben freiwillig auf die Website. Nachdem jetzt eben diese 1600 Anfragen gestellt wurden, passiert das jetzt von allen Ministerien. Ja. Der Geschäftsführer von Abgeordnetenwatch.de, Gregor Hackmack, wunderbarer Name, oder? Sagt dazu, nun erfährt die Öffentlichkeit endlich, was in den Stellungnahmen der Lobbyisten steht und ob diese womöglich Eingang in Gesetze gefunden haben. Das können wir jetzt endlich sehen. Ob jetzt tatsächlich einfach ganze Textpassagen von diesen Stellungnahmen der Lobbyisten in die Gesetze übernommen wurden, wie das eben tatsächlich bei dem Bankenregulierungsgesetz passiert ist. Insgesamt geht es hier um knapp 600 Gesetze aus den vergangenen 4 Jahren und das dürften so bis zu 17.000 Dokumente sein. Die man normalerweise jetzt an jeden einzelnen
diese 1600 Anfragen, wenn man das bearbeiten müsste. Und deswegen ist es einfacher, ist tatsächlich einfacher, mit wenigen Klicks irgendwie, ne, dass man das tatsächlich selbst einsehen kann. Herr Hackmark sagt aber auch weiter, das kann halt nur der erste Schritt sein. Nach der Wahl muss endlich ein Transparenzgesetz beschlossen werden, durch das sichtbar wird, welche Lobbyisten an einem Gesetz tatsächlich mitgewirkt haben. Ja, das im Grunde genommen jetzt nur mal als, ne, wenn man schon so eine Sache anfängt, vor 4 Wochen, dann muss man jetzt auch mal, wenn es Neues dazu gibt, das weitergeben. Sehr erfreulich, wie ich finde. Und auch endlich mal was nicht zum G20. Yay! Ja, und tatsächlich sehr erfreulich, dass man jetzt hier tatsächlich einsehen kann, welche Lobbyvereinigung sagt, was zu welchem Thema und wie ist das in die Gesetze mit eingeflossen. Ja, sehr schön. Ich habe übrigens den Link nochmal zu dem alten Video, ist unten nochmal drin. Und ganz zu Anfang, wenn man das Video nochmal starten würde, ganz zu Anfang ist auch gleich der erste Hinweis oben rechts, der dann immer da ist, darauf hinweist auf andere Videos von Tab. Eben ist der erste Hinweis dazu dann halt nochmal für das Video. Aber man kann auch einfach unten auf mehr gehen und dann ist in der Text. Erweiterung ist dann das tatsächlich, dass der Link zu dem alten Video von vor 4 Wochen auch noch mal aufgeführt. Ja, sehr schön. Bis dann.